Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Gray. Ja, im letzten Part, der Part war ziemlich kurz, deswegen kann es sein, dass ich es jetzt so render, damit das andere nicht zu kurz ist, damit ich es so render, dass die zusammen sind. Das heißt, dann würde ich ihm den Part sagen, ciao Leute, bla bla. Alles klar. Ja, damit ich so render, dass, oh, ciao Leute, und auf einmal mitten im Video, oh, hallo Leute, und dann geht es auf einmal so weiter, wisst ihr? Aber naja, mal schauen. Ich wurde gerade von fliegenden Köpfen angegriffen. Gottes Willen. Ich wurde von fliegenden Köpfen angegriffen. Geht's noch? Nee, halt da war. Komisches Spiel. WTF, wie schwach ist das Messer? Das ist ja mal übelster Müll. Das ist der Mega-Rotzi-Fotzi-Scheißteil. Okay, ich glaube, ich nehme wieder das Tonk-Tonk-Tonk. Das Messer ist nicht gut. Das Messer ist scheiße. Wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen? Ich check da gerade gar nicht durch. Von hier, genau. Ah, tut mir leid, Leute, ich hab ein bisschen Schnupfi. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin, wo die Köpfe sind. Die waren doch etwas einfacher, finde ich jetzt. So, ich muss mal schauen, wo sind meine ganzen Waffen? Aber ganz ehrlich, ich finde das besser. Aua, aua. So kleine Freddy-Köpfe. Bin eh gleich wieder tot. Ich kann eh laden. Batterie. Wo hingen denn die Köpfe rum? Warum wollen die nicht mal mit mir abhängen? Hm. Uah. Munition. Kann man brauchen? Oh je. It won't open, but it... Warte mal. It's a strange hole. It must need a... Sind das Haare? Schönes Intimbereich, leider geschlossen. Die Lustgrotte voller Haare. Lustgrotte voller Haare. So, wir schleichen ihn fort. Ich habe so ein bisschen Angst, erschreckt zu werden. Wisst ihr das? Da war einer drin. Der hat mich gerade One-Hit. So macht er. Toll, jetzt bin ich tot. Ich gehe dann gleich. Da waren die Köpfe. Hör, ein Schlag tot. Tonk und weg. Hilfe, Hilfe, wo bist du? Ich bin gleich tot. Wunderbar. Wunderbar. Hing der da an der Wand? Nice. Nice, nice, nice. War da drüben nicht Leben oder irgendwie irgendwas war doch da? Batterie. Na gut, brauche ich jetzt nicht, aber... Ach, scheiße. Ich werde hier wirklich auseinandergenommen. Das ist echt nicht fair gemacht mit dem, mit den Leben. Ist alles ziemlich knapp gehalten. Okay. Hä, war das nicht gerade eben noch zu oder so? Okay. Eben nicht.
dann halt nicht. Da kam das Vieh raus. Okay. Wieder kein Leben. Hey, Coolio. Das jammt. Okay, da wird noch was Schlimmes passieren. Okay. Da war nichts. Batterie. Super, ich freue mich. Brauche ich nämlich nicht. Hallo? Jetzt ist verschwunden. So, da ist Leben. Bitte gib mir meine Leben. Nein. Leben. Bitte. Bitte. Ja, das ist doch kacke. Jetzt habe ich endlich Leben gefunden, jetzt lässt er mich nicht durch. Was ist da? Hä? War da vorhin nicht noch was anderes? Ja, das ist ja mies, wenn die jetzt mir mein Leben versperren und dann kommen gleich Viech und ich bin wieder tot. Okay, hier aber, komm schon. Jui, Pistole. Will ich jetzt ernsthaft gar nicht eigentlich. Ich will jetzt einfach nur leben. Boah, Alter, ihr wisst gar nicht, wie ich mich vor der Scheiße gerade erschrocken habe. Ist es euch das bewusst, dieses Spiel ist das? Kitzelt an den Nerven. Das macht da, hey, das hat die... Der, wo dieses Spiel gemacht hat, wirklich Respekt. Der hatte genau Ahnung, wann und wie man die Leute erschrickt. Der hat das, dieses Spiel. Verpiss dich! Alter Schwede. Wow! Alter. Uzi. Ja, leck mich am Arsch, jetzt geht's los. Alter, ich hab so Schiss, erschreckt zu werden, ihr glaubt es gar nicht. Hier ist nichts. Treppen. Gott sei Dank keine Treppen. Aufzug. Nein, danke. Medikit. Danke, danke Gott, danke. Ja. So, machen wir das jetzt mal. Hat jetzt nicht nachgeladen, oder? Doch. Wir schauen uns die andere Seite auch mal an. Echt zu faul, jetzt zur Waffe zu wechseln, zu der Keule zu wechseln. Okay, hier ist zu. Noch ein paar Werkzeuge und dann war es hier auch. Schauen wir mal, was im Aufzug ist. Das ist mir hier wirklich nicht geheuer mit dem Aufzug. 1 oder F. Ich habe eigentlich ganz ernsthaft gedacht, jetzt kommt mir sofort was entgegengesprungen. Wo sind wir hier eigentlich? Von der Schule oder? Hä? Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Komisches Etwas. Naja, dann nehmen wir mal die Uzi. Ah, das war Uzi-Munition. Okay. Dann schreiten wir ihn fort. Ich muss hier jetzt wirklich ganz vorsichtig sein.
Ich habe keinen Bock, wieder so ultra erschreckt zu werden. It's locked from the other side. I can't open it. Das geht auf. Mein Messer. Hä? Bisschen arg verrostet, kann es sein? Ganz ehrlich, ich check gar nichts mehr. Verpiss dich! Scheiße! Was zum Teufel? Alter, hab ich gerade einen Schreck bekommen. Zu unter Pan. Ich war gerade so unter Panik, dass ich mich nicht mal richtig erschrecken konnte. Ich war gerade so unter Schock, so, oh mein Gott, weg! Renn. Für was ist das Messer jetzt eigentlich? Ja, wie lange lebst du? Ah, oh, das ist jetzt wieder voll vergeudetes Leben. Warum ist es so laut, wenn er damit nachlädt? Ich nehme mal die Schrot. Die schmeckt gerade ernst wirklich sicherer. Da habe ich gerade so ein Loch gesehen. Ist da vielleicht was? Nee, das war das. Alter, ihr hättet meinen Gesichtsausdruck sehen sollen, als dieses Vieh da angerannt kam. Boah. Jetzt ist es so still, Alter. Hör mal auf mit der Stille. Einmal noch mal so ein Kackding. So. Was bist du denn? Der hat eine Schere im Kopf. Ah. Pistolenmunition, danke. Die sehen aus wie Haare. Jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ach, hier liegt was. Station 311363. I think this has something to do with my father. This Vater? Record says something happened to him at... Patient was arrested for a brutal murder in November. The police have requested. Okay, wie es ausschaut. War unser Vater ein kranker, brutaler Mörder? Ich schau jetzt hier erstmal nach, ob es noch was gibt. Nee, außer harte Kartons. Alter Schwede, ey. Darf ich jetzt selber fahren? Komm schon, lass mich fahren, lass mich fahren. Baby, komm schon, zieh dich aus. Baby, komm schon, zieh dich aus. Ketchup, Mayo, Sandwich.